Damit kommen wir zur Sonderkategorie. Gewonnen hat Carbonara. Die Initiative Carbonara sorgt dafür, dass der Atmosphäre dauerhaft CO2 entzogen wird, damit das 1,5-Grad-Ziel des Pariser Klimaschutzabkommens noch erreicht werden kann. Dazu wird hier bundesweit in Schrebergärten durch Pyrolyse die Umwandlung von Holzabfällen in Biokohle betrieben. Hallo, ich bin der Thomas Kilo-Schelp vom Bundesverband der Deutschen Schreberjugend. Und wir sind nominiert, und zwar mit unserem Projekt Carbonara. Das Besondere an unserem Projekt ist, dass wir aus Holz Kohle machen, die wir dann in den Boden einbringen können. Also, wir wollen Kreislaufwirtschaft im Kleingarten und gleichzeitig CO2 aus der Atmosphäre holen. Das ist unser Ziel.